Heute Karfreitag. Ich hoffe, das Dehnen hat euch gestern gut getan und ihr habt euch mal richtig entspannt. Heute wollen wir mal wieder auf das Walken und Joggen eingehen. Und hier möchte ich das nicht vormachen, wie es geht. Das wisst ihr besser als ich. Aber ich will euch mal ein paar Tipps geben zu den intensiven Einheiten und wie man vielleicht sein Tempo verbessern kann und auch seine Ausdauer. Dazu folgendes. Wir haben ja im Level 1 gesagt, eine Minute laufen, Minute gehen. Das ist ganz wichtig, dass ihr nicht versucht durchzulaufen, 7, 8, 9 Minuten, gerade die Anfänger, und dann platt seid. Sondern versucht, Minute zu laufen, eine Minute zu gehen. Haben wir ja schon gemacht. Heute werden wir das mal erhöhen. Und ihr versucht mal, 2 bis 4 Minuten zu laufen und dann zu gehen. Das Ganze auch insgesamt 30 bis 45 Minuten. Wenn ihr joggt, in der Zeit, wenn ihr nicht walkt, wenn ihr joggt, also der Unterschied nochmal, Joggen zum Laufen, welcher ist der überhaupt? Der Unterschied ist, beim Laufen, beim Walken ist immer ein Fuß auf dem Boden. Das ist der Unterschied. Ich habe also immer ein Fuß auf dem Boden. Wenn ich das mache, walk ich. Wenn ich beide Füße in der Luft habe, das ist auch in dem Wettkampf gehen so, wenn ich beide Füße in der Luft habe, dann jogge ich. Also ihr könnt euch merken, Unterschied zwischen Walken und Joggen ist, beim Walken ist ein Fuß auf dem Boden. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis, der auch dann zu beachten ist. Wenn ihr jetzt dazu hinkommt, zum Laufen, in der Minute, 2, 3, 4 Minuten, in der ihr lauft, bitte lauft da locker. Atmet tief ein und tief aus. Der Körper ist schön entspannt und lauft immer in diesem Tempo, dass ihr euch unterhalten könnt. Also ihr braucht kein Pulsmesser. Wer ein Pulsmesser hat, kann den nutzen. Dann sage ich mal Puls 125 bis 130 für die Anfänger. Aber ein gutes Merkmal ist immer, früher hat man gesagt, laufen ohne zu schnaufen. Ist immer noch richtig. Also wenn ihr merkt, ihr kommt in Sauerstoffnot, also im Steady State heißt Gleichgewicht. Aber wenn ihr in die Sauerstoffschuld geratet, mehr atmen müsst, als ihr zur Verfügung bekommt, seid ihr schon zu schnell. Ist man ganz schnell. Also langsam laufen, obwohl es manchmal vielleicht auch ein bisschen eigenartig sich anfühlt, dieses langsame Laufen. Level 2 versucht heute schon, Level 2 habe ich gesagt, ne? Level 2 versucht heute schon mal 7, 8, 9, 10 Minuten durchzulaufen, nur eine Pause zu machen. Minute gehen, 2 Minuten gehen und dann die Strecke durchlaufen. Hierbei empfehle ich eine Wendepunktstrecke. Lauft mal 15 Minuten geradeaus, macht eine Pause und lauft 15 Minuten zurück. Das heißt immer ein super Anhalt zu sagen, Mensch, das kann ich ja. Das ist besser als manche Runden zu laufen, sind Wendepunktstrecken. Ich finde Wendepunktstrecken am Anfang sowieso super. Man weiß, wenn es wieder zurückgeht. Und die Experten unter euch, die können mal ein bisschen mit dem Tempo spielen. Die können sagen, ich laufe 5 Minuten locker und dann mal eine Minute schneller, Minute langsamer. Aber laufen, Minute schnell, Minute langsam. Und die letzten 5 Minuten oder 10 wieder locker auslaufen. Das ist mein Tipp an euch fürs Laufen. Ich wiederhole mal. Stufe 1, Unterschied zwischen Walken und Laufen. Beim Walken ist immer ein Bein auf dem Boden. Ihr versucht, die ersten 2, 3 Minuten zu joggen, langsam, dass ihr genug Sauerstoff bekommt. Die Stufe 2 versucht schon mal 10 bis 12 Minuten oder länger durchzulaufen, dann eine Pause und zurück. Und die Stufe 3 läuft 30 Minuten plus X durch, ist aber nach der Einlaufphase mal eine Minute schnell, Minute langsam, also kleine Intervalle rein. Viel Spaß beim Training, das könnt ihr übrigens immer machen und gebt mal ein Feedback, wie es gelaufen ist. Liebe Grüße, Team Atlantis und der Andi.